hallen miteinander. Welkom to Sukkerblad. Sag hoi, man. Ja, hoi. Wir sind jetzt Tag 2 für Gamescom, Tag 3 für Köln, Tag 4 für Fuck Life, Tag 5 für Squad. Und wir gehen jetzt, look at this sexy beach. Und wir gehen jetzt letzten Tag. Eigentlich hat keiner Bock. Ich hab Bock. Ich hab Bock, ich hab mega Bock. Hey, Frasse, man, du bist jetzt da am Boden gewesen, du bist auf der Brühe, das gar nicht, was so geht. So sei ich, sag es richtig. Shut the fuck up, bitch. Wir gehen jetzt Tag 2 und dann mal schauen, wie es jetzt wird. Gestern sind wir noch puff gewesen. Danny, gratuliere! Endlich hast du eine Virgin von drinnen gesehen. Und eigentlich hätte sie nicht wollen, wir müssen sie doppelt müssen zahlen. Und du, 2 Stutz. Ja, komm, sag die Witz. Komm, mach die Witz, bevor ich fertig mache. Und du hast auch deine Jungfräulichkeit beim Gentle Bear verloren. Wir waren gestern Gay Bar und ich habe zwar instant bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Aber so richtig habe ich es auch nicht so bemerkt. Aber später ist der Didi aufs WC. Und dann sind wir uns 100% sicher gewesen. Wenn der Didi ist mit größerem Arschloch zurückgekommen. Wir wissen alle, dass es ein Arschloch ist, aber sein Arschloch ist größer. Ja. Wir sind tatsächlich einfach knallhart gegangen und haben es voll nicht gecheckt. Wir sind wirklich in einer schwulen Bar gelandet. Aber es war witzig, oder? Ja. Oh. Bis aufs Bumsen. Ist okay gewesen. So, und jetzt... sag ciao. Tag 2. Der Rocker ist neben mir. Zeigen wir jetzt mal nicht. Wir werden ihn wahrscheinlich ab und zu ein bisschen hören. Der Didi ist am Aufnehmen. Ihn hört man vielleicht auch ab und zu. Das Thema, das ich jetzt schnell ansprechen wollte, es würde auch passen, heute zusammen. Es geht um YouTube nicht. Ich muss hier schneiden. Ey, halt mal schnell reden. Ah, sorry, Bro. Wir haben die Dings, der Lexus ist ja auch bei uns da eigentlich noch dabei. Der ist jetzt solo unterwegs. Und er da ist der Lexus. Oh, nein, er ist zu lange in der Sonne. Ja. Motombo. das muss erklären. So many Leute, wir sind hier gerade live im Gamescom. Eine kleine Runde am Chillen. Und bist du drauf? Yes, sir. Du nicht, gut. Der hat jetzt gerade ein Video verladen. Ist dabei. Ja. Das Handy ist übrigens so normal. Das ist Screenshot, Screensaver und Screen, so. Screen-modded. Ja. Spider-Man-Thema. Nein, er hat gerade ein cooles Thema gehabt, das er gerade aufgeladen hat. Und dachte, er könnte jetzt gerade so ein Message nochmal hier über uns nochmal durchschicken. Also für die, die unseren Kanal überhaupt verfolgen von diesen Subscribern von Green Games, wir machen so tägliche News. Ich sage jetzt mal für ein Schlusszeichen, so Sendungen. Eher Themen. Ja, so Themen, ja, News sind es nicht, aber ja, genau. News auch. Also aber, so ja. Aktuelle Game-News und so. Und darunter machen wir ab und zu so ein bisschen Meinungen. Wenn ich es vergesse, dann ist es verlinken. Ja, gibt es auch gewisse Dinge, halt so Themen, die wir ansprechen. Normalerweise mit meinem Partner in Crime, The Ad. Der ist im Moment im Ostland, wie wir auch. auf jeden Fall, es ist so, wir haben hier. Auch gestern, in den letzten paar Tagen haben wir so ein bisschen darüber geredet, wegen YouTube-Netzwerk und so. Also die grösseren YouTuber sind ja auf Netzwerk. Ich glaube, das grösste Skandal, was so war, ist schon war, also was vielleicht die meisten kennen, ist Unge in Deutschland, wo er da Stress hatte mit seinem Netzwerk. Gewisse Einschränkungen, die man hat als YouTuber oder halt Abgaben, also Abgaben sind schon normal. In unserem Video habe ich darüber geredet, ob wir als kleine YouTuber, vor allem in der Schweiz, überhaupt so etwas brauchen. Es ist halt immer so eine riskante Sache. Also eben, vor allem Green Games Jungs haben da ein bisschen Erfahrung gemacht, was das angeht. Es sind zum Teil Knebelverträge, wo lebenslang eigentlich also gebunden bist. Du einfach auch so random Zeug kannst machen mit Videos und so. Und ich bin generell einer, der nicht gerne eingeschränkt wird, was mein, ja, für ein Schlusszeichen, künstlerische Machen zu tun hat. Also, sobald ihr das machen müsst, ist das sowieso etwas falsch. Also, ich mein, eben, sobald jemand euch sagt, was ihr machen müsst. Ja, oder auch nicht dürfen machen. Oder nicht dürfen, ja, machen. Also, dass man gewisse Content muss reinnehmen für das Netzwerk, eben so Werbeskits und weiss und was, das ist von mir aus easy. Es ist recht Werbung, die null passt, die ja, zu euch überhaupt nicht passt. Aber ich persönlich, also eben Green Games, ich spreche jetzt generell über, also von mir, also
Das ist nicht bindend. Aber ich persönlich hätte jetzt nichts dagegen. Also jetzt so eine Werbung für irgendwie, weißt du, eine Shampoo zu machen und nachher irgendwie, weißt du, eine Mortal Kombat spielen oder so. Also das wäre mir eigentlich relativ easy, also egal. Aber es sind einfach, mir geht es mehr darum, wenn dann nachher halt mein Video genommen wird, umgeschnitten wird oder irgendwie weggeschnitten wird und so. Aber einfach, Fazit, ich wollte es nicht noch länger machen, es ist jetzt schon 3,5 Minuten. Das Fazit ist einfach, als kleiner YouTuber sehe ich nicht so einen grossen Vorteil von diesem Zeug. Vor allem, wenn du nicht irgendwie monetarisierst. Und lasst euch einfach nicht verarschen. Ja. Denkt nicht, wenn es irgendetwas kommt, von wegen, ja, wir sind grosser YouTuber, ja, macht mit, wir machen Werbung für euch. Glaub mir, das ist der grösste Bullshit, was es gibt. Dann euch einfach informieren und ihr werdet merken, ihr braucht den Scheiß. Auch wenn jetzt in diesem Netzwerk irgendwie, sagen wir, so ein YouTuber mit 1 Million Subs hat. Ich meine, so viel Vorteil bei denen, die ich gesehen habe, die wir gesehen haben, hat es bei diesen Leuten auch nicht gebracht. Und so noch als Tipp, wenn ihr gut seid, dann kommen die Leute auf euch zu, ja. Nicht umgekehrt. Wir haben Green Games Jungs so kennengelernt. Wir haben sie nicht mal richtig kennen. Wir haben angefangen und dann hat der Rock uns gerade angeschrieben und so. Also auf jeden Fall, lasst euch nicht hypen. Also nur weil jetzt da irgendwie einer kommt und sagt, oh mein Gott, jetzt habe ich Vertrag und ich bin nicht weg und so, fuck it. Ja, die werden euch einfach hineinschmuggeln irgendwie und dann euch schön labern alles. Ja. Lass das Zeug einmal gut durch. Ja, auf jeden Fall. Vertrag sowieso. Und da werdet ihr schon merken, ihr werdet gebumst. Nur gebumst. Naja, mal schauen, wie es weiterkommt. Kommen wir zu uns. Wir immer noch... Wir können nicht zwei. Wir können nicht zwei. Das wahrscheinlich auch ziemlich sicher nicht machen. Indies. Wir sind Indie-Gamer. Schon gut. Ach, da war eine scheisse Ameise. Er geht nicht weg. Ist gut. Also, das war es von mir. Ja, das ist etwa das. Und wenn ich von der Ameise ein bisschen rede, bin ich Ant-Man. Wenn es radioaktiv ist. Ich muss jetzt das ganze Video nochmal löschen. Ey. Give me a beat, give the beat. Yeah. Fast. Come on along, man. Stress. It's coming through the door. Ich bin Shooting. Sorry, let's play on it, well, as I get. Wie heißt das schon wieder? Carnival. Carnival, ja. Look at. Und auf 3, was ist das beste Spiel? 1, 2, 3. Einer von Bitches muss jetzt zeigen, was läuft. Bitches, ja. Okay. Ja, es läuft jetzt da. Wir gehen ins Kino. Und mach ein bisschen schneller, ey. Was ist Suicide. Das, Mann? Scheiß auf den.
Wow. Zeig auf mich. Yo, what up? This is Head from Headnet. Yo, what up? Here is Lexus. From Sex Toys. So, es ist Samstag. Kamera-Effekt, weißt du? Ja, so wie von Falkens. Es ist Samstag. Das ist geil, so, look, mit Hochhäusern, weißt du, ich sehe so ein Ghetto. 20. August, wir sind hier in Köln immer noch. Represent alte Schweiz. Sorry, ich hab's vergessen. Let's go to the cinema. Ja, wir gehen ins Kino. Wir gehen Suicide Squad schauen. Hier habe ich Schlüssel, Mann. Ja, und dann gehen wir downtown. And then we see what you doing, man. Ich stehe so. Ja, jetzt ist gut, so. Warte, ich sehe nicht, was ich will mehr. Und jetzt machst du so. Ja, so. Aber schiff mich nicht, Mann. Ja, jetzt so. Nicht, so, weißt du, mit deinem Block, oder? Ja. Represent downtown Köln. Komm, Freestyle. Als ich klein war, wollte ich immer gross sein. Oh. Wie meine Mami. Nein, stopp, das darfst du nicht klauen. Sorry, Mann. Ich bin spontan nicht so freestyle-technisch, bin nicht so gut drauf. Also, sag ciao. Mein Homeboy Lexus wird dann nachher repräsentieren. Westside! Pü! So. Ich habe ein paar Strassenpenner gefunden. Hängt jetzt einfach da. Ja, wirklich Fast Food. Schau, Strassenpenner haben Handy und essen Subway. Einer grusiger als der andere. Hey, Müll, hey, Müll. Nehmen sich einfach Platz weg, anstatt auf der Straße zu leben. Einer kann sich nicht mehr rasieren. Ich denke, so reden, als wären sie Ohren wichtig. Der eine hockt wie ein Türk da, nein. Ja. Schau, er hat mich bemerkt, Scheiße, ich muss verstecken. Okay, es ist alles wieder gut, er ist nicht checkt. Und der andere hat verdammt Mühe mit seinem Sandwich. Er überlegt sich sogar Papier zu essen. Er hat so Hunger. Schau. Oh, er hat wieder bemerkt. Oh, warte. Ich glaube, er hat es gemerkt. Ich weiß nicht so genau, was läuft. Dem so würde ich Gegend aufnehmen. Okay, sie schauen nicht mehr. Schau jetzt denkt er so. Er hat wieder geschaut. Der andere denkt, ja, Scheiße, Mann, ich esse jetzt das Papier auch mit. Ich habe so Hunger. Fuck. Sie haben mich entdeckt. Dann haben wir so. Hey! Yeah, oder geil, hey. Cool, wow, Saturn. Wow. Sie haben mich entdeckt. Ah ja, da ist der Dom, aber ist nicht so interessant. Ich glaube, der andere da mit dem Sandwich konnte mich jetzt fressen. Hey. Jetzt regt er sich auf. Schau, jetzt frisst er seinen Schwanz. Oh shit, ey, der ist so am Arsch, Mann. Holy moly, ey, oh, ein Strassenpenner, Mann. Schlimm, ey. Sag jetzt. Schön gsi. Ja, es war wunderschön gsi. Wir sind alle jetzt arm. Und bei? Ja, wir haben jetzt sogar noch Pfandflaschen zurückgebracht. Wir mussten Pfandflaschen sammeln, damit wir irgendwie noch Benzin können kaufen für das Auto. Scheiße, wir haben Benzin. Scheiße! Es ist der letzte Abend. Brot, Mayonnaise und Käse. Käse haben wir gekauft. Und Sonnenblumen kennen. Das sowieso. Proviant für unterwegs. Für 7 Euro. 7 Euro, ja. Sag ciao. Tschüss. Fuck life. Scheiße, das geht. Dodo. So, jetzt sind wir so langsam winken. Ich mach so. I will remember you. I will remember you. Es läuft traurig. So, das Leben ist vorbei. Warte, wo ist deine Hand da? Warte, das geht ein bisschen kaputt. Laid back with my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking in and out, sipping on gin and juice. Laid back with my mind.